Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung des Enterprise Servers in der Version 7. Die Serveroberfläche wurde entschlackt, sodass Sie auf die wichtigsten Funktionen schnell zugreifen können. Das Datenbankhandling konnten wir ebenfalls verbessern, somit können Sie zum Beispiel Rücksicherungen einfacher vornehmen. Außerdem bietet der neue Server datenbankübergreifend eine Benutzerübersicht und auch einen Vergleich von mehreren Datenbanken, zum Beispiel der Master und Slave. Somit können Sie feststellen, ob die Slave-Datenbank auf dem aktuellen Stand ist. Backup-Zeitpläne können von nun an bequem über das Kontextmenü kopiert werden. Das Löschen älterer Backup-Dateien ist nun auch in der Konfiguration des Zeitplans möglich. Der Server authentifiziert sich gegenüber den Clients mit einem X509-Zertifikat, was die Sicherheit nochmals wesentlich erhöht. Neben einer weiteren Performance-Steigerung waren dies die wichtigsten Neuerungen zum Enterprise Server.